Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte euch heute in dem Video zeigen, wie man diesen Fahrradsitz hier an diesem Fahrrad montieren kann. Wir haben hier einen Universell-Fahrradsitz für Kinder, den man wirklich an nahezu jedem Fahrrad montieren kann. Wie ihr jetzt gerade eingeblendet seht, ging das auch selbst an meinem Fahrrad, an einem Cyclecrosser-Bike. Es muss also nicht unbedingt das Fahrrad von der Mama sein. Auch wir Papas können den Sitz am Fahrrad montieren. Ich werde euch jetzt hier in dem Video Schritt für Schritt zeigen, wie es geht. Den Fahrradsitz, den verlinke ich euch unten in meiner Videobeschreibung. Dann seht ihr genau, welchen ich habe. Und Schritt für Schritt könnt ihr jetzt hier in der Anleitung sehen, wie das geht. Wenn euch das gefällt, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr an der Stelle schon mal einen Daumen nach oben da lasst und auch gern meinen YouTube-Kanal abonniert. Wir kommen zur Montage. Man benötigt bloß einen Imbusschlüssel. Ich würde sagen, das ist ein 6er Imbus. Jeder, der schon mal ein IKEA-Regal aufgebaut hat, hat garantiert so einen zu Hause. Dann haben wir hier 4 Schrauben. Wichtig, sorgt dafür, dass die Unterlegscheiben hier mit dran sind. Die sollten auf jeden Fall nicht fehlen. Sonst kann das Ganze durch das Plastik sich irgendwann durcharbeiten oder auch brechen. Und das möchte man nicht. Dann haben wir hier unseren Verschluss selbst. Wir haben hier einmal unser Gegenstück. Da ist hinten das Gewinde drin. Und hier haben wir so eine Plastikmuffe. Das dient einfach dazu, dass unser Fahrrad am Rahmen nicht zerkratzt oder beschädigt wird. Und dieses wird hier einmal eingesetzt. Ihr seht, wir haben eine lange und eine kurze Seite. Und hier mit dem Stück, was übersteht, das muss hier zu der etwas größeren Seite hinzeigen. Und das kann man hier dann auch einrasten. Wird leider manchmal in anderen Videos auch etwas verkehrt rum gezeigt. Deshalb einfach darauf achten, dass ihr es richtig macht. Gegebenenfalls, wenn es bei euch abweichen sollte, schaut nochmal in eure eigene Bedienungsanleitung nach. Das ist ganz wichtig. Es kann auch immer mal sein, dass sich so ein Bauteil über die Jahre oder mit dem Modelljahreswechsel ändert. Wir haben das dann hier schon einmal dran und dann geht es jetzt weiter direkt zur Befestigung ans Fahrrad. Wichtig ist jetzt, und darauf muss man achten, dass dieser Halter hier richtig dran montiert wird. Ihr könnt sehen, es gibt einmal eine kurze und eine lange Seite. Hatte ich euch eben ja schon hier mit dem Plastikstück gezeigt beim Montieren. Die Seite, die größer ist, die zeigt nach oben. Also wird es so einmal rumgemacht. Und jetzt könnt ihr hier das Plastik hinten so ein bisschen aufbiegen und macht es dann einmal rum um eure Fahrradstange. Und dann haben wir das schon mal einmal grob so befestigt. Von der Höhe her würde ich euch empfehlen, das auszuprobieren. Da kommen wir aber auch gleich zu, weil auch bei der Höhe kann man einen entscheidenden Fehler machen, der auch leider oft falsch gezeigt wird, was nachher schwerwiegende Konsequenzen haben kann, auch für das Kind draußen, was nachher auf dem Sitz sitzt. Erstmal zeige ich euch aber jetzt hier die Montage. Wir haben das jetzt hier angebracht und jetzt kommen wir hier zu unserem Metallbügel, wo die Gewinde drin sind. Das legen wir jetzt hier hinten einmal auf. Nehmen jetzt hier unsere Schrauben, stecken die durch und ziehen das Ganze mit der Hand schon einmal an. Und zwar bei allen 4 Schrauben können wir das machen. Und wichtig, nicht gleich einzeln festziehen, beim Festziehen nachher auch immer über Kreuz arbeiten, damit sich das nicht verkantet und auch gleichmäßig festgezogen wird. Jetzt beim Ansetzen mit der Hand ist das Ganze noch nicht ganz so dramatisch. Da können wir das noch so machen, wie ich es euch jetzt zeige. Den Rasen lassen wir hier unten und jetzt können wir es dann schon einmal handfest anziehen, aber ich würde euch noch nicht empfehlen, es richtig festzuziehen, damit man es hinterher immer noch verstellen kann. Ja, und nun über Kreuz befestigen wir das Ganze hier. Ihr seht, ich kann es gerade noch verschieben, weil es noch nicht fest ist. Und wenn ich das gemacht habe, dann zeige ich euch gleich, wie es weitergeht. Wir kommen jetzt zur Montage vom Sitz. Hier, diese beiden Bügel müssen jetzt hier einmal rein. Ich habe den immer noch nicht sehr festgeschraubt, so dass ich den tatsächlich noch verstellen kann. Und jetzt ist wichtig, wenn wir ihn festmachen, ich zeige euch das gleich, der Sitz sollte nicht auf dem Fahrradgepäckträger aufliegen. Er wird damit auch nicht befestigt irgendwo. Es muss wirklich Platz bleiben. Wenn der Sitz nämlich direkt hier auf den Fahrradgepäckträger aufliegt, dann ist keine Federung mehr vorhanden. Der Sitz federt von sich aus nach. Der hat ja wie so eine dämpfende Wirkung. Wenn der aber komplett hier aufliegt auf dem Gepäckträger, dann ist diese dämpfende Wirkung nicht mehr da und euer Kind kann ganz schön durchgeschüttelt werden. Gerade wenn man mal über einen Bordstein oder über ein Schlagloch oder durch ein Schlagloch durchfährt, dann kann das heftige Erschütterung geben. Deshalb achtet also darauf, dass immer noch mal so ein bisschen Platz ist zwischen Gepäckträger und Sitz, dass der Sitz quasi über den Gepäckträger schwebt. Ich zeige euch jetzt, wie die richtige Montage funktioniert.
Wir kommen jetzt mit dem Sitz hier durch über den Sattel. Ihr müsst mal gucken, wenn das manchmal bei euch nicht so passt, dann kann es vielleicht notwendig sein, dass ihr den Sattel noch mal ein bisschen nach oben verstellt. Und bei mir passt es, wie ihr sehen könnt. Und jetzt klipse ich einfach hier die Stange ein, bis es einmal einrastet. Ihr seht, ich verschiebe das gerade noch ein bisschen. So, jetzt ist es drin. Und dann müssen wir jetzt darauf achten, und ich zeige euch das mal aus der hinteren Position, wie es richtig aussehen soll. Und zwar, dass hier der Fahrradsitz jetzt nicht direkt aufliegt, wie ich es euch gesagt habe. Ihr könnt sehen, der federt nach. Ich habe jetzt hier so 3 Fingerbreite. Ich werde das jetzt noch ein klein bisschen hochschieben und dann werde ich es richtig fest verschrauben einmal. Deshalb habe ich es nämlich noch nicht komplett angesetzt. So passt es jetzt. Diese Schraube hier übrigens ist zum Verstellen, wenn ihr die aufdreht, dass ihr den Sitz weiter nach hier schieben könnt oder weiter reindrücken kann. Das kann manchmal auch je nach Fahrradsattel oder Größe des Fahrrads erforderlich sein. Bei mir ist das schon so eingestellt, wie es passt. Deshalb mache ich das jetzt nicht und lasse das so. Ihr könnt aber sehen, hier passen jetzt locker 4 Finger durch und so ist auch genug Federwirkung vorhanden, so dass das Kind nicht durchgeschüttelt wird. Leider sieht man das ziemlich häufig, dass es falsch gemacht wird. Wenn ihr Leute seht, die so mit dem Fahrrad unterwegs sein, versucht sie einfach mal nett anzusprechen und darauf hinzuweisen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die für den Hinweis dankbar sind. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass das auf Dauer für ein Kind, gerade wenn man größere Touren macht, gut ist, wenn man so durchgeschüttelt wird. Ich kann mir vorstellen, dass das für das Kind ordentlich auf den Rücken geht. Und so, wenn die Federwirkung hier vorhanden ist, dann ist das definitiv besser. Jetzt schrauben wir hier unseren Halter noch einmal richtig fest. Das schön über Kreuz. Ich hoffe, dass ich euch nicht jetzt genervt habe mit der Einstellung. Mir war es nur einfach wichtig, das wirklich ausführlich zu erklären, damit es auch jeder versteht, weil es einfach eine wichtige Sache ist. Und einen wichtigen Punkt, den gibt es auch gleich noch, wenn wir hier die 4 Schrauben einmal angezogen haben, werde ich euch auch noch zeigen, was man auf jeden Fall auch nicht vergessen sollte, denn wir sind hier mit der Montage noch nicht ganz fertig. Wir haben hier jetzt noch ein Band am Sitz dran und das ist ganz wichtig, dass man das nicht vergisst. Sollte nämlich mal aus welchem Grund auch immer der Halter abreißen, dann ist gewährleistet über diese Schnur, dass der Sitz nicht nach hinten überfällt und euer Kind auf der Straße landet. Deshalb wichtig, das einmal hier auch noch mit durchziehen und dann hier mittels dieses Verschlusses einmal richtig festmachen, so dass es wirklich dann auch nicht mehr ab kann. Ganz, ganz wichtige Sache auch. Wenn man mal selber irgendwo mit dem Fahrrad vielleicht einen Crash baut etc., dann ist das wirklich eine wichtige Hausnummer, dass das einfach hier auch nochmal zusätzlich abgesichert ist. Zieht es schön fest, kontrolliert auch, ob es sich zur anderen Seite noch aufziehen lässt. Es sollte blockieren in sich, das ist so gemacht, so dass man das einfach nur so wieder zurückkriegt. Aber an sich sollte das eine feste Lösung sein. Natürlich auch wichtig, das Band sollte jetzt hier nicht irgendwo in den Kettenbetrieb oder an die Speichen kommen. Deshalb wickelt es, wenn nötig, einfach nochmal mehrfach um. Und wenn noch Platz da ist, kann man es hier auch einfach nochmal mit durchziehen. So, dass es wirklich fest ist und auch so, dass euer Kind, wenn es hinten drauf ist, das natürlich nicht von selbst lösen kann. Und wenn ihr das alles gemacht habt, dann könnt ihr endlich losfahren und euer Kind hier in dem Sitz vernünftig einmal anschnallen. Unser Sohn macht es sehr, sehr gern, ist wirklich gern auf dem Fahrrad unterwegs und wir haben alle richtig viel Spaß dabei. Wer übrigens häufiger mal den Sitz umwechseln möchte, der sollte vielleicht über so einen zweiten Halter nachdenken. Man kann die auch einzeln kaufen, kann ich euch auch unten in der Videobeschreibung einmal verlinken. Da muss man sich nicht jedes Mal die Mühe machen und den Halter umbauen. Dann kann man den einfach gleich am anderen Fahrrad dran montieren und dann könnt ihr hier durch das Öffnen und Rausziehen ganz einfach dann den Sitz wechseln. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und auch weitergeholfen. Wenn ja, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, meinen YouTube-Kanal hier zu abonnieren. Und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin.